Ja, hallo, mein Name ist Bastian und ich möchte heute einen Erfahrungsbericht mit euch teilen. Es geht um den Kurs Allergien auflösen. Das Wichtigste vorweg, meine seit Jahren mich belastenden, tagtäglich belastenden Allergiesymptome, vornehmlich Schnupfen, verstopfte Nase, zugeschwollene Schleimhäute, Augenjucken, was schulmedizinisch auf Pollenallergie, Gräserallergie und Hausstaubmilben zurückzuführen ist, wurden innerhalb weniger Tage aufgelöst, sodass ich absolut symptomfrei bin. Gut, wie hat das alles begonnen bei mir? Also seit Jahren habe ich diese besagte Allergien. Jede Nacht, also jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich eine verstopfte Nase, die circa eine Stunde lang anhält, wo ich mich gefühlt 120 Mal schnauze. Das geht am laufenden Band, rinnt mir da die Nase. Sehr unangenehm. Schulmedizinisch ist das eine Stauballergie. Wurde mir zumindest so gesagt und steht auch, glaube ich, überall im Internet so. Das habe ich rund ums Jahr und dann im Frühjahr beginnend, über den ganzen Sommer hinweg bis zum Herbst, inklusive Herbst, hatte ich, was klassischerweise als Pollenallergie bezeichnet wird. Pollen, Gräser, alles Pflanzliche, was halt in diesen Jahreszeiten blüht. Das wurde mir auch per Pricktest bestätigt. Ja, es war sehr, sehr ein sehr großer Leidensdruck da. Die Symptome waren sehr, sehr stark, vor allem der Schnupfen. Das können sich viele vielleicht nicht vorstellen, aber wenn die Nase zugeschwollen ist, dass man keine Luft bekommt, gleichzeitig aber der Schleim trotzdem vorhanden ist, hat man keine Chance, sich die Nase zu putzen. Man bekommt permanent keine Luft, man muss durch den Mund atmen, man bekommt keinen Schlaf, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und dann mehrere Stunden wach ist. Man fühlt sich abgeschlagen, weil die Vorgänge im Körper, die da stattfinden, sich stark auf die Energie auswirken und auf das Wohlbefinden. Die Lebensqualität also sehr stark eingeschnitten wurde. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich vieles versucht habe. Das hat bei verschiedensten Ernährungsmethoden begonnen. Ging über Bioresonanz, aber alles ohne Erfolg. Ich war da wirklich sehr genau. Ich habe viel versucht, ich habe viel gelesen, aber es hat leider nichts geholfen. Dann habe ich von diesem Kurs erfahren. In meinen Recherchen bezüglich den fünf biologischen Naturgesetzen, aber habe ihn nicht sofort gekauft oder nicht sofort gebucht, weil ich der Meinung war, dass nicht persönlich darauf eingegangen wird, auf einen eingegangen wird. Ich dachte, das ist ein Videokurs, wo man vielleicht auch PDFs bekommt, aber im Endeffekt ist das eine Globallösung für jeden. Und ich bin mir klar, das kann so nicht funktionieren. Es wird notwendig sein, dass eine individuelle Betreuung stattfindet. Und das war mir sehr wichtig und deshalb habe ich ihn erstmal nicht gebucht. Dann war der Leidensdruck aber sehr, sehr hoch. Es ist März geworden. Ich bin die erste Nacht, ersten zwei Nächte aufgewacht, die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Nase war verstopft, die Nase war geschwollen, ich habe mich geschnauzt, die Nase hat zu bluten begonnen. Ein Desaster. Und das habe ich gedacht, es reicht, es ist genug, ich buche diesen Kurs, egal was da passiert. Das Schlimmste, was ist, es wirkt nicht. Aber der potenzielle Benefit ist einfach zu groß, um dass ich das, damit ich das jetzt nicht machen kann. Ja, gut. Dann habe ich es in der Nacht gebucht, habe noch in der Nacht ein paar Formulare ausgefüllt, wie es im Kurs vorgeschrieben ist, wie das vorgegeben wird, wo ich beschrieben habe, was ich für Symptome habe, wann sie auftreten und so weiter. Mehrere Dinge werden abgefragt und bevor ich dann noch mal aufgewacht bin, nachdem ich dann noch mal einschlafen konnte, hatte ich schon eine E-Mail von einem der Kursleiter, der mir geschrieben hat, nachgefragt hat und ja, das war der Beginn eines sehr intensiven E-Mail-Verkehrs, wo auf jede meiner Fragen ausführlichst geantwortet wurde, wo mir Hilfestellungen gegeben wurden, um herauszufinden, was meine Symptome genau sind, wann sie auftreten, wie lange ich sie schon habe und daraus im Folgenden dann eventuell erörtern zu können, was die Ursachen meiner Allergie sind. Im Endeffekt hat das sehr, sehr gut geklappt. Noch, ich glaube, ein, zwei Tage später habe ich begonnen, meine ersten Auflösungsexperimente durchzuführen und habe eine erste Symptomverbesserung gespürt. Eine drastische Symptomverbesserung gespürt, sodass es wirklich merklich war. Wenige Tage später dann war die Allergie schlussendlich komplett weg. Mittlerweile muss ich, es ist, also es, die Auflösungsexperimente sind, bestehen aus gewissen Dingen, die man sich bewusst macht, bestimmte Glaubenssätze, an denen man arbeitet. Im Endeffekt hatte ich am Anfang, wann immer ich Symptome hatte, bin ich das im Kopf durchgegangen und habe dann die Symptome verbessern können. Mittlerweile ist das nicht mehr möglich, das Ganze hat sich gelegt.
Symptome treten nicht mehr auf und ich bin praktisch frei von meiner Allergie. Von allen meinen Allergien, die ich derzeit beschrieben habe. Ich habe noch ein paar Nahrungsmittelallergien, dazu mache ich eventuell einen eigenen Erfahrungsbericht, aber ja, dieser Erfahrungsbericht soll um Pollen gehen, um Heuschnupfen, um Gräserallergien, um Stauballergien, alles, was mit den Atemwegen zu tun hat, mit den Augen, was klassischerweise im Frühjahr auftaucht oder eben wie bei mir mit dem Staub jeden Morgen. Ja, all diese Symptome sind innerhalb weniger Tage aufgelöst worden. Und ja, ich kann nicht dankbar genug sein und auch meine ursprünglichen Bedenken wurden eben absolut aufgelöst, weil es eine komplett individuelle Geschichte ist. Also die Kursleiter nehmen sich sehr viel Zeit, um mit den eigenen individuellen Problemen umzugehen, fragen nach, klären halt alles ab und wenn man selbst Fragen hat, kann man dies auch tun. Und ja, insofern ist das wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr getätigt habe. Ich hoffe, ihr allergieleidenden Menschen nehmt die Chance wahr und bucht euch diesen Kurs. Ciao.